Hey, wie geht's zu einer weiteren Folge von DSJ4? Ja, sind wir zurück und ja, heute geht's weiter in Trondheim bei der Raw Air Tour. Ja, ich nehme das Ganze nach der Arbeit auf. Also, es kann gut sein, dass ich mal hier und da mal meine Sätze keinen Sinn machen, weil ich müde bin. Aber ich würde mal sagen, wir hauen uns direkt rein, denn ich möchte schlafen gehen. So, und wir starten heute mit Philipp Sakala in den ersten Durchgang oder besser gesagt in die Qualifikation für Trondheim. Mal gucken, was uns hier erwartet. Die Schanze ist fertig, wir sind fertig. Mal gucken, was ich hier noch raushauen kann. Für mich so spät am Abend. Eigentlich 7:10 Uhr morgens. Am wahrscheinlich selben Datum, wie wir das Video sehen, am 13.03. Also gucken wir mal. Ich bin gerade heimgekommen, geduscht und let's go, würde ich sagen. Hätte ich gesagt, aber schauen wir mal, wie es mit den Leuten so läuft, ne? Man weiß ja nie. Man hatte schon jetzt gesehen, die Bewerber. Oder besser gesagt, den Bewerb in Oslo. Bisschen Windlotterie. Aber ja, es hat sich mal, würde ich sagen, dann wieder ausgeglichen, so ein bisschen. Außer, dass mal Kobayashi nicht qualifiziert war, das war ein bisschen komisch. Aber auch Johannes, sag ich schon. Jan Hörl blüht so ein bisschen auf während der Raw Air Tour schon langsam. Hat ja einen Sieg und einen Podestplatz. Also, das ist nicht schlecht. Und der andere Platz war halt eher so, naja. Aber ja. Die kleine Trondheim-Schanze, die neue, ist eingeweiht im Weltcup. Und ich muss ja mal auch erwähnen, das ist nicht die neue Weltcup-Schanze in Trondheim. Das ist noch die Schanze, wie sie vor Abbruch war. Denn die neue Schanze haben wir ja natürlich noch nicht im Spiel. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, nächstes Jahr ist sie fertig. Wir werden sehen, wie wir das hinbekommen. Das ist noch das alte Profil, also so ein bisschen ein Abschluss. Winke, winke, sage ich jetzt mal blöd gesagt, für diese Schanze hier. Das haben wir heute. Ja, die neue Schanze ist halt modernisierter, ein bisschen flacher, glaube ich, raus oben auch. Und ein bisschen sicherer. Der K-Punkt wurde um 1 Meter nach unten verschoben. Alles ein bisschen angeglichen. Ich denke mal, die Weiten werden auch nicht mehr so weit gehen, wie es hier möglich war oder ist oder wie auch immer. Also alles ein bisschen angeglichen, ein bisschen modernisiert. Denn die WM ist, glaube ich, dort nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich bin mir nicht sicher, aber einer der nächsten beiden Jahre auf jeden Fall ist dort die nordische Ski-WM. Und dann werden die Schanzen halt eingewiehen, ne? Eingeweiht, eingewiehen. Naja, wie auch immer. Was der korrekte Wortlaut ist, sucht es euch aus. In diesem Sinne würde ich sagen. Habe ich irgendwas zu erzählen? Habe ich irgendwas zu berichten? Naja, außer dass ich zu dem Bewerb schon wieder nicht gekommen bin, muss ich halt ganz ehrlich zugeben, weil die meisten Bewerbe eben in meiner Schlafenszeit stattfinden und ich sehe dann die Ergebnisse und dann will ich meistens nicht nochmal nachgucken, weil ich irgendwo die Ergebnisse sehe. Entweder sehe ich die auf Twitter oder eben auf der österreichischen Sportseite des Rundfunks, also ORF Sport. Und naja, auf den beiden Seiten bin ich ziemlich häufig. Und nun, naja, wie soll es anders sein? Wurde ich dann halt jedes Mal gespoilert. Und wenn ich schon mal das Ergebnis weiß, dann kann ich den Bewerb auch nicht nachgucken, weil dann fehlt mir so ein bisschen das Spannungsgefühl, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, dass gewisse Springer nicht performen oder nicht so gut performen, wie ich mir das vielleicht erhoffe. Nun ja, wie es auch halt immer ist, ne, ist das Ganze dann einfach. Ich bin halt zu sehr abgelenkt. Also wenn ich mal was verpasse im Blödsinn rede während der Folge oder sonst irgendwas, bitte korrigiert mich. Ich komme nicht mehr so krass dazu zu gucken, den echten Sport wie früher. Leider. Aber nun ja, es ist wie es ist. Man muss halt irgendwo die Einschneidungen machen. Ich mag das virtuelle Skispringen fast mittlerweile mehr als das echte. Aber nun ja, das ist so eine eigene Geschichte für sich, das Ganze. Trotzdem, finde den Sport noch immer spektakulär, so ist er nicht. Also da braucht man unendlich viel Skill und den kann ich mir nicht mal erträumen, den man hier für Körperspannung vor allen Dingen braucht, für das Springen an sich und so weiter und so fort. Also ein sehr anspruchsvoller Präzisions-Hochleistungssport, so kann man das irgendwie nennen. Ein Impulsivsport auf jeden Fall auch, weil man quasi in einem Augenblick alles richtig machen muss. Und wenn man den Augenblick verschläft, dann ist es schon vorbei, ne? So blöd gesagt, aber es ist so.
Und es wirkt auf jeden Fall auf mich so jedes Mal. Deswegen scheue ich mich auch mal manchmal Gäste zu holen. Vielleicht mal für ein bisschen Inside Knowledge. Weil ich glaube, ich habe ein paar Leute, die das Knowledge auch hätten oder würde auch kennen. Aber es ist, wie es ist, ne? Ich bin halt da nicht mehr so krass drinnen. Und dann will ich mich vor den Leuten dann auch nicht blamieren, so unbedingt. Nun ja. Gibt natürlich sehr, sehr viele aktive Springer auch, die DSJ4 spielen. Oder ehemalig aktive. Am längsten hat es gespielt Severin Freund, das weiß ich. Halvor Egner-Granerud spielt auch DSJ4, das weiß ich. Und ich glaube, ein paar Leute auch, aber die spielen halt nicht online. Ich glaube, Granerud hat auch nie online gespielt. Oder einen anderen Namen online gewählt, weil, ne, einfach privat Ruhe haben und so. Ja. Ich glaube, einige Skispringer spielen DSJ4. Das finde ich ziemlich cool. Aber da wissen, glaube ich, die polnische Seite mehr, weil die da halt hauptsächlich die Base haben, die halt dann sich dafür interessiert, ne? Oder die Coverage dafür bekommt, sage ich jetzt mal. Die News, die das dann auch aufdecken oder besser gesagt. Ich wüsste ja, die halben Leute weiß ich ja nicht mal teilweise, wo ich die folgen muss. Dass ich, ich meine, ich könnte suchen, ja, gut, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ich das mal mache, dass ich zumindest mal ein paar Dinge aufbaue. Für mich ist das ein, keine Ahnung, zu klein ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich will halt die Leute nicht markieren, wenn sie hier gewinnen oder so irgendwas zum Beispiel, ne? Das möchte ich halt auch nicht. Ich möchte halt dann auch in Ruhe lassen. Aber gut, wenn es auf der offiziellen, theoretisch offiziellen Fanpage wäre, dann ist ja was anderes, ne? Als wie wenn ich die Privatperson damit nerven würde. Also nun ja, es ist halt so ein zweischneidiges Blatt. Ich würde da gern mehr engagen, auch mit den echten Springern vielleicht. Aber da fehlt mir so ein bisschen auch der Mut, würde ich sagen, um mal die Leute zu fragen, ob eventuell, wenn ich wüsste, zum Beispiel vom BRC-Kader, irgendjemand Lust hätte, mal hier so reinzukommen. Ich glaube, da hatte ich auch viel zu viel, wenig Knowledge, um jetzt wirklich hier ein Interview zu führen oder sonst irgendwas. Aber cool wäre es auf jeden Fall. Cool wäre es auf jeden Fall. Ja, gut, meine Stimme ist heute wieder mal ein bisschen im Eimer. Ich weiß nicht, was es ist, aber seitdem ich krank war, vor 3 Wochen jetzt mittlerweile fast, geht mir irgendwann die Stimme einfach aus und ich weiß nicht warum. Ja, ganz komisch, aber im Moment ist es halt so. Die Qualifikation hier werden wir noch unbeschadet überstehen, dann werde ich mal einen Schluck trinken. Und dann sollte das Ganze wieder wie Flüssigobst, wollte ich schon sagen, von der Hand gehen. Ja, ich sag's einfach so. Ist ja egal, obwohl es keinen Sinn macht. Aber so ist es eben. Schauen wir mal, Frederik Willemstad. Ich könnte jetzt so ein bisschen einsteigen. Ich habe schon ein paar gute Sprünge hier gesehen im Hintergrund. Während ich mir mit mir selber rede, blöd gesagt, ist es so ein bisschen Nebensache, was im Hintergrund passiert. Aber das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht für die Qualifikation. Da bekomme ich dann teilweise auch nicht mit, wer springt. Ich weiß nicht, ich versuche natürlich, jeden gleich zu springen. Aber wenn ich manche vielleicht lese, dass ich dann vielleicht dort ein bisschen mehr versuche und das dann in die Hose geht zum Beispiel. Oder eben der Sprung dann auch aufgeht. Das ist halt auch so eine Sache. Wenn ich manchmal nicht drüber nachdenke, dann passieren einfach die besten Sprünge. Und das hatte ich, glaube ich, auch mit Clemens Eigner, mit den 138 oder eben mit den 237 in Halbern, die ich bisher geschafft habe. Aber so ist das eben. Aber so ist das eben, ne? Kann man sagen, was man will. Aber ja, ich meine, ich nehme lieber eigentlich auf, wenn ich aufgestanden bin. Aber jetzt noch so ein bisschen Muskelkater, frisch geduscht, hier sitzen, ist auch gar nicht so verkehrt, finde ich jetzt. Und ich glaube, das bringt mich auch dann leicht zum Einschlafen, weil ich brauche sowieso meistens 1, 2 Stunden, bis ich einschlafe, so bis 9 oder so. Und wenn ich hier fertig bin, ist es ungefähr 8:30. Dann schaue ich noch 1 oder 2 Videos und dann passt es eigentlich mit dem Schlafen gehen. Hoffentlich. Naja, wenn ich um 10 schlafen gehe, ist auch noch okay, aber trotzdem. Ich möchte dann trotzdem nicht zu lange schlafen, dass ich vom Nachmittag auch noch was habe. Aber es ist, wie es ist, ne? Würde ich sagen. Ich meine, ich muss ja so oder so arbeiten gehen.
Tag ist heute Mittwoch schon wieder. Das geht so schnell diese Woche, ich weiß nicht warum. Aber nun ja. Schon 3 Tage wieder hinter mir eigentlich. 3 Arbeitstage. Ha. Dann vor dem letzten Arbeitstag habe ich immer einen Kurstag. Da muss ich dann sowieso früher aus dem Haus. Und nun ja, das ist dann halt die andere Sache wieder. Aber so ist es eigentlich auch okay. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich könnte auch direkt aufstehen am Abend und dann rausgehen. Aber dann müsste ich halt so bis 12, 1 wach bleiben. Huh. Ich weiß nicht, ob ich das mal probieren werde. Aber ich weiß nicht, ob ich dann so gegen 12 Uhr, 1 Uhr mittags einschlafen kann noch. Oder weiß, ob ich dann nicht zu früh aufwache oder überhaupt mal Probleme habe, rauszukommen, wenn ich eigentlich arbeiten müsste. Das kann natürlich auch sein. Aber ich meine, ich habe schon mal versucht, wenn wirklich was zu erledigen war, dann habe ich das so gemacht. Aber ich denke, dann war ich so müde deswegen, dass es dann für einen Tag klar ging. Aber wenn ich dann so um 1 ins Bett gehe, mittags, und dann nicht schlafen könnte, wäre schwierig. Da kann ich auch vorher nichts mehr essen, wirklich, weil wenn ich dann um 8 Uhr was esse und um 20.30 Uhr weg muss, blöd gesagt, dann ja, habe ich Foodkoma noch so ein bisschen. Und naja, das wird sich natürlich auch auf die Zugfahrt auswirken und da habe ich dann Schiss, dass ich einschlafe. Das wäre dann natürlich nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich jetzt mal. Blöd gesagt. Und naja, das wäre halt alles so ein bisschen doof. So, wir haben 46 Leute schon. Hier unten. Bin gespannt, wer das auch noch so runterkommt. Alle sind alle ziemlich weit, die Sprünge, ne? So ein bisschen. Ja, 35. Na gut, da unten wird es dann 33, 32. Das geht dann, aber scheint so ein bisschen, naja, so ein bisschen so eine weiten Ausgleichung drin zu sein. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, meine Güte. Ist einfach viel. Ich versuche keine Wörter so spät zu formulieren. Naja, für mich spät. Für die meisten wäre das ja so Aufsteht-Territorium, beziehungsweise schon voll am Werken. Aber für mich ist das halt die. Ja, jetzt schalte ich ab, schaue noch ein bisschen YouTube-Videos, die ich am Vortag verpasst habe und schlafe dann gemütlich ein. Aber so ist das eben, ne? Manchmal möchte man das dann doch noch aufnehmen, in meinem Fall hier. Und dann möchte ich das getan bekommen, weil ich sonst wieder Rückstand komme auf die letzten beiden Folgen. Und ich möchte dieses Jahr nicht die letzte Folge 4 Monate rauszögern, so wie letztes Jahr. Das möchte ich auf keinen Fall. Und deswegen schaue ich, dass ich das im halbwegsen Rahmen schaffe. Und dann schauen wir mal, das war auf jeden Fall zu spät. Nur ein tastiger Absprung, weil ich zu früh gedrückt habe, leider. Da schauen wir halt auf jeden Fall, wie wir das dann noch machen, die letzten beiden Sprünge, bevor es dann wieder einmal in die Sommerpause geht. Vielleicht schaffe ich mal ein außerplanmäßiges Video in Form von 6 Schanzen, 6 Minuten. Oder vielleicht doch mal das allumersehnte Tutorial Part 2. Ich weiß, ich sage das jedes Jahr, dass Tutorial Part 2 kommt. Es ist ein bisschen ein Meme für mich selber geworden. Aber irgendwann hoffe ich, dass ich die Zeit finde, das zu machen. Ich hoffe es echt, weil ich würde mir wünschen, dass es mehr Chancen aus der Community gibt. Ich meine, die zweite ist jetzt am Weg. Aber trotzdem, könnten auch mehr sein. So ist ja nicht. So ist ja nicht. So, jetzt sind wir schon bei Robin Pedersen und jetzt bei den wichtigen Leuten schon langsam angelangt. Die hier runter müssen. Denn da geht es um Gesamtweltcup-Sieg dann noch. Die müssen sich ja mal qualifizieren. Ich schaue jetzt absichtlich nicht auf die Weiten, auf die Platzierung etc. Ich springe einfach. Ich meine, ich weiß ja ungefähr, wo er dann aufkommt, ob das reicht oder nicht. Aber vorhin, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Hier bin ich mir sicher, dass das reicht. Also, das ist halt die Sache, ne?
Ich meine, ich gucke dann gleich nach. Ich darf nicht wieder alles wegdrücken, wenn ich ein gelbes Trikot sehe. Aber so ist es eben. Schauen wir mal. Da hat sich Johann André Vorfang schon mal... Ist einer davon, der prominenten Opfer hier der Qualifikation schon mal. Das ist natürlich schade, denn die letzten... Der hat sich sehr gut hochgearbeitet hier bei uns. Und jetzt hat er mal einen kleinen Dämpfer erfahren. Aber so ist es eben. Kann sich jederzeit alles ändern. Und das war zum Beispiel schon mal ein Springer, den es jetzt hier erwischt hat. Alexander Schnieschall. Ich finde es ziemlich interessant, dass wir ihn zum, dass er bei uns der beste Pole ist und dieses Jahr auch im Gesamtweltcup zum besten Polen geworden ist. Finde ich sehr interessant. War irgendwie ein Zusatz, ein Glücksgriff. Blöd gesagt, Zusatzgriff wollte ich schon sagen. Glücksgriff natürlich. Das hätte man so auch nicht vorherschauen können. Ich meine, er ist schon ewig dabei und irgendwann muss ja mal der Knopf aufgehen. Und dass es dieses Jahr ist, ist halt so eine Sache. Ne? Konnte man nicht sehen, aber er ist jetzt im Moment sehr starker Top-10-Springer. Ne? Immerhin. Und Etanusian, boah, der hat heute aber auch wieder mal Glück, denn der schafft es ganz knapp. Der war die letzten paar Springer nicht wirklich gut unterwegs, trotzdem führt er noch immer im Gesamtweltcup. Und gesehen habe ich, dass er dann 49. ist. Genauso ist es. Kaspari Walter schleicht hier auch noch rein, aber dann hat so Daniel Huber, Michael Heiberg, Jan Hörl, die kommen direkt hier hinterher. Aber sonst irgend noch ein prominentes Opfer außer Vorfang und, naja, Paschke, okay. Aber sonst jetzt nicht unbedingt, ne? Ne, weil so viele scheiden hier nicht aus. Ja, und das ist dann das, ne? Beide Kasachen, ne, beide Kasachen nicht. Ah, Sergej Kachinko ist hier unten. Okay, ja gut, das war die Qualifikation. Wir sehen uns dann morgen wieder für euch. Für mich geht es gleich weiter. Danke fürs Zusehen und bis dahin springt schon brav weiter.